Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch mal wieder ein Buch vorstellen, und zwar Zilli und Zingaro, rätselhafte Monsterspuren. Das Buch ist vom Verlag Belz und Gelberg, der Preis ist momentan 12,95 €, Seitenanzahl beträgt 30 dünne Seiten und es wird für 4- bis 6-Jährige empfohlen. Worum es kurz geht, Zilli und Zingaro entdecken im Garten riesige Fußspuren. Sie führen direkt in den dunklen Wald, der ihr Haus umgibt. Klar, dass Zilli diesem Rätsel nachgehen muss. Kater Zingaro jedoch zittern die Schnurrhaare. Er findet die vielen Bäume unheimlich. Tatsächlich treffen sie im dichten Grün auf so manche Kreatur. Ja, das Thema an sich ist ja Richtung Fantasie, Liebe, Monster entdecken. Zu meinem allgemeinen Fazit, die fantasievolle Geschichte zieht einen sofort in den Bann und man möchte wissen, wie es weitergeht, beziehungsweise wem diese merkwürdigen Spuren gehören. Die Gefühle, die Reaktionen an sich von Zilli sind immer sehr witzig wiedergegeben und damit wirklich unterhaltsam. Die Kinder sind von Zillis bunter und detailreicher Aufmachung sowie auch der Umgebung an sich auf jeder einzelnen Seite wirklich sehr begeistert. Es gibt nämlich eine Menge zu entdecken. Sie lernen, dass es auch liebenswürdige Monster oder eben Fantasiewesen gibt. Die Texte an sich sind der Altersempfehlung entsprechend und man kann der Geschichte ganz gut folgen. Das Abracadabra, was typisch in den Zilli-Zingaro-Büchern drin ist, verleitet die Kinder immer mitzusprechen und macht ihnen richtig Spaß, das eben laut mal auszuschreien. Und die schwingen dann immer so den Arm mit, also meine zumindest. Es ist auch definitiv für ältere Kinder noch ein Riesenspaß. Also meine 10-Jährige liebt die Zilli-Bücher. Und in diesem Buch zumindest gibt es auch ein Hochformat mit einem enthaltenen Labyrinth. Das sorgt auch für Abwechslung, da kann man so ein kleines Spiel draus machen. Und es gibt wirklich sehr viele verschiedene Bände von Zilli und Zingaros Abenteuern an sich. Da müsst ihr einfach mal schauen. Und jedes einzelne ist es definitiv wert, es zu lesen. Also wir lieben die Reihe. Wir haben so ziemlich jedes davon gelesen. Es ist super witzig und macht einfach für Groß und Klein wirklich sehr, sehr viel Spaß. Probiert es unbedingt mal aus. Ich hoffe, den einen oder anderen war das Buch vielleicht neu. Und ja, ihr wollt da einfach mal reinschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut auch sehr gern meine weiteren Videos an. Macht's gut!